bin hier so noch im Supermarkt, hier auf dem Markt, wo das uns mal aufnehmen. Ja, ziemlich witzig hier, was hier abgeht. Also, man wird von allen hier angesprochen. Ja. Ja, seht ihr mich? Ja, ich will jetzt nicht so direkt aufnehmen, guckt mich alles zu sehr an. Aber. Ja. Ja, es ist interessant, was es hier alles gibt. Ja, das war jetzt gerade hier so ein Durchlauf, Leute. Also, das war heftig. Aber waren alle freundlich. Ich geh mal hier lang. Auf jeden Fall gucken dich alle an und wollen dir was andrehen. Und ja, das war schon ziemlich interessant. Ich wollte es auch nicht so direkt aufnehmen, weil, naja, ist halt ungewohnt, in einem fremden Land durch so einen Markt zu laufen und die aufzunehmen. Aber, naja, habe ich das dennoch gemacht. So, ich gehe jetzt mal hier weiter. Ich schau mal hier für mich was. Ja, hier ist der Verkehr verdammt überfüllt. Dann gehen wir hier lang. Gehen wir hier da lang, danke. Ja, Essen auch sehr lecker, ungewohnt. Das meiste kennt man gar nicht. Nachos habe ich gestern gegessen. Das war das Einzige, was ich kannte. Oder Burritos. Aber das ist ja mexikanisch, was die hier in El Salvador haben. Nicht, dass ich das falsch ausspreche. Panadas. Das isst man mit den Händen. Das ist so ein aus Mais. Und ja, mit Tomatensauce und mit Bohnen und wie heißt das nochmal? Vielleicht zeige ich das euch nachher nochmal. Auf jeden Fall Panadas heißen die. Oh. Ich glaube, ich bin jetzt wieder hier. Über 30 Grad, es ist ein bisschen Sonne, ein bisschen aushaltbar. Ja, also, was soll ich sagen? Viel los hier, viel Trubel. Ich gehe nochmal zum anderen Markt, mal gucken, wie es da aussieht. Ja,
Also jetzt seht ihr hier die Hauptstraße von San Miguel. Ja, bisschen runtergehen mit der Kamera, ich sehe, das ist so. Hallo. Mal gucken, wo ich hier bin. Das ist eine kleine Festung. Ich glaube, ich gehe mal darüber. Da ist nochmal so ein Markt. Ja, die Fußgängerwege sind verdammt schmal. Ich gehe mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob das ein Eismann ist hier, aber Helados Crema. Das Fleisch liegt einfach so rum. Merkwürdig. Ja, wenn man die Leute nett angrenzt, grinsen alle nett zurück. Ja, Wahnsinn, was hier los ist. Hello. Hello. How are you? Bien. Ja. So, das sind die Paniadas, von denen ich erzählt habe. Genau, das sind die. Ess die nachher mal, die sind echt lecker. Mach ich nochmal ein extra Video. Ja, vorhin war ich echt eingeschüchtert, hier lang zu laufen mit meiner Kamera. Da dachte ich mir auch, die sagen was, aber ja, die freuen sich eigentlich. Ganz cool ist es, oder? Ja, vielleicht habe ich den Ausländerbonus, wie auch immer. In Hamburg hätten die schon längst was gesagt, manche Leute. Auf jeden Fall sehr interessant hier. So, jetzt bin ich mal hier draußen. Also wirklich, es ist ein riesengroßer Markt hier anscheinend. Das ist irgendwie ein Stadtteil gefühlt. Geht hier einmal hier um den Block, glaube ich. Wow, also wirklich, alles überdacht. Ich sage immer wieder, die Leute gucken einen nett an, also erstmal gucken die einen verwundert an und wenn man nett zurücklächelt, sind die alle sehr happy. Natürlich, manche wollen was gerne verkaufen, aber ich taue langsam auf, muss ich sagen. Also, sehr nett. Boah, Wahnsinn, ey. Mitten durch den Markt hier fahren. Was ist denn das? Ja.
Ah, Mensch, meine Kamera geht immer hoch. Hallo. Hallo. Ja, so. Pollo Indio. Pollo ist Hühnchen. Mensch, meine Kamera geht immer hoch. Warum? So. Ja, was einen erstmal verwundern kann, ist hier die ganzen Leute mit Sicherheitsdienst. Klar, Polizei hat immer Waffen, Militär läuft hier auch rum, aber Security läuft hier mit Pumpgun und was weiß ich, Maschinengewehr herum. Aber sind alle. Ja, machen einen netten Eindruck nachher, ne? Also am Anfang war es echt so fremdling, aber. Entschuldigung. Aber. Man gewöhnt sich dann doch schon dran. Geh mal hier lang. Ja, also, was für ein Leben. Was für ein Leben, Leute. Wirklich viele Leute. Ja, ich bin jetzt hier so ein... Ja, also jetzt bin ich hier irgendwie in der Klamottenabteilung gelandet. Hier werden hier T-Shirts, Schuhe und sonst so verkauft. Da neben, ui, der kleine Junge rennt hier mir fast über den Weg. Schöne Klamotten. Aber jetzt geht's nicht weiter. Ich glaube, ich gehe mal hier rum. Gehen wir hier lang. Kebuska. So, ich suche nichts. So, jetzt gehe ich hier mal lang. Jetzt seht ihr hier einen mit Maschinengewehr. Auf jeden Fall. Ja, hier geht es wieder zurück zu den ganzen Gemüse und Obstsachen und so weiter. Ganz interessant ist das. Oh, ich gehe mal hier lang. Ganz interessant. Einer hat was gerade zu mir gesagt, aber ich habe nicht darauf reagiert. Keine Ahnung, was er wollte. So, das sollte es auch von mir sein. Ich gehe jetzt nochmal hier lang hier. Ja, das ist die erste Tour von mir. Immer noch weitere am Strand, aber heute nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ich halte die Kamera ein bisschen falsch. Ja, so. Jo. Bis dann.